Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Da haben die Texturen geflackert. In der letzten Folge haben wir Peggy McReilly und Elisabeth kennengelernt und haben mit Woman einen gesoffen. Und jetzt wollen wir eine weitere Mission für Elisabeth machen. Mit der Freundin von Mallory. Jugendfreundin. Ja. Oder keine Munition? Doch, Munition haben wir noch gut genügend. Gut, gut, gut. Ich freue mich, wenn wir die AK und sowas freischalten. Dann sage ich endlich. Plow your cover. Party, woo! War das nicht der Johnny? Johnny? Das war der von Lost. Johnny? Ich sage Johnny nochmal. Ich will nicht spoilern, was in GTA 5 passiert, falls ihr GTA 5 nicht gesehen habt. Aber ich glaube, das ist der Johnny aus GTA. Ja, das ist der. Bin mir hundertprozentig sicher. You obviously ain't been big time. I started small like you, player. Slinging rocks on the corner, sticking cats up, all type of shit. Them was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump, cats say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work. If it pays, that is. I pay like a Songbird Sax bonus, bitch. It's Christmas every day when you rolling with this new. So you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that biker. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the Lost, they in some heavy type of gang war is what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. It's not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyways, be careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. Scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit is all. Hey, calm down! Oh. Ich weiß jetzt, warum ich gerade so verwirrt war wegen dem Johnny. Das ist hundertprozentig der Johnny aus GTA 4, der in GTA 5 auftaucht. Aber ich glaube, in GTA 5 hat er nicht dieses Tattoo auf dem Hals. Aber das ist mir nicht aufgefallen, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber... ja, das ist... ich spoiler jetzt den Trevor dann umbringend. Und ob ich die DLC spielen werde, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Wir sind jetzt erstmal bei dem Deal angekommen. The crib's on the third floor. Und tut mir leid, wenn ich so spoilere die Teile. Ich habe GTA 5 auf dem Kanal, das heißt, ich kann spoilern, ich habe es auf dem Kanal. Und GTA 5 kennt eigentlich jeder. Just like the movies, money. Sicher, dass hier ein Drogendeal stattfinden soll in diesem Gebäude? Sieht ja typisch
Ich habe gesagt, man soll Drogen dienen da, wo es keiner erwartet. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Oh, they're gonna inspect us from the front with that. We're gonna hit up the roof. You clear out the floor above first, money. I've got so, die werden weg. Nein, wir bleiben bei der Schrotflinte. Die Munition werde ich mir mal. Wir gehen auf die Schrotflinte jetzt. So, jetzt raus hier. Gott, haben die viel Leben. Okay. Der war. These ones won't be causing no trouble. We move. Yo, money. We going out. Get help. Put your hands on your hair. Move back. Anyone else want to die? Einfach Dauerfeuer. Come on, Playboy. Der Name Playboy. Ich komme darauf nicht klar. So, Nummer 1. Bitte stirb, danke. Das ist eine schutzsichere Weste. Und Kopfschüsse. Kopfschüsse for the win. Wow. So, wir haben wieder Munition hierfür bekommen. Nein. Böse Bullen. Die wollen alle Ärger. Wer hier so reingeschlichen kommt, muss auf die darf sich nicht wundern, wenn er die Schrotflinte ins Gesicht bekommt. So, ganz schnell. Da ist ein Auto. Playboy. Wo bleibt Playboy? Alter, wo bleibt denn der Typ hier? Da kommt er. Gott sei Dank, ey. Voll, jetzt muss ich... Schnell einsteigen, schnell, 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 schnell. Die drei Sterne wären nicht nötig gewesen, wenn der mal schneller gekommen wäre. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Wow, jetzt kommen wir schon mit den SUVs. Beziehungsweise mit den Petroids, mit den Hämmern. Ich habe den perfekten Fluchtweg. Ich kenne den perfekten Fluchtweg, keine Sorge. War der nicht hier? Bin gerade verwirrt. Der war doch hier. Okay, wo war das? Ah, hier war das, hier war das. Ich war eins zu früh. Wir dürfen jetzt nämlich rüberfahren, endlich nach...
Orloquin? Das Manhattan hier. So. Einfach Fußgängerweg. Fußgängerweg vor der Bühne. Wieso habe ich gerade nur 24 FPS? 25, 27? Shit, man! I'd have fucking died instead of being caught by them feds. You take a bed on a heroin beef, you ain't seeing life for a long time. You rotten up in that shit. Yeah? A future in a max security pen ain't no future at all. You forget about them cats and do that sort of time. And if your friends on the inside? My man's Dwayne Forge is inside on a crack beef. He showed me some shit back in the day, but shit. When he gets out, if he ever does, it won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bid? Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic, meth. Shit. I'm looking into expanding my horizons. Yeah? For sure. Reach for the stars and all that shit. I don't see why a young kid from the hood can't make something out of himself. Street cats like me just get labeled as pimps and pushers and stick-up artists. But you are a drug pusher. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as dealing drugs. Drugs are just one arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. Now, I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Yeah, I thought you would want to build schools or something. Help young black men get out of the ghetto. Shit, that'll come. Gotta get me successful first. Motherfucker. Here we be, money. I'll hit you up when I need your ass. Schön, geschafft. Speichert Inhalte, bitte System nicht abschalten. Warum sollte ich? Bin ja nicht blöd. Money ist wieder da. Okay. Ich wollte. Ist das der Laden? Da möchte ich kurz hin. Elisabeth, things didn't go so good. The contact was. I know! They want me back. We see what happens. I got some more deals to make. Oh ne, ich brauche mich ja nicht an die Verkehrsregeln halten. Wir haben 20.000. Vielleicht reicht's. Ich hoffe, es reicht. Nein, ich werde nicht U-Turn. Oh cool, Taxiunternehmen ist wieder da. Hatte ich das eigentlich freigeschaltet oder? Nein, habe ich nicht. Man kann nämlich bei Roman die besondere Fähigkeit freischalten, dass er einem das Taxi schickt. Umsonst. So. Wie viel kostet der Anzug? Nein, das ist der falsche. Playboy. Yo, Money, ich habe eine Sache am Laufen. Komm bei meiner Hütte vorbei. Ich habe eine für dich. Dollar, 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 X. Ich suche einen bestimmten Anzug. Ich finde ihn nicht. Nein. Wo habe ich den denn? Nein. Alter. Nico, how are you finding things? Have you got enough to do here in Liberty City? Yeah, I think I've got enough on my plate at the moment, Roman. Well, if you need some downtime, go hang out at the apartment and watch some American TV. It is much better than the shit we got back in the old country. Most of the shit on TV in the old country was from America.
Don't you remember, Roman? Then watch the TV here and get nostalgic. I don't know, later on. Hm, Ebenholzfarben. Nein. Ich erinnere mich nicht dran, dass der gestreift war, aber es könnte auch an der Grafik liegen. Er war auch nicht geschlossen, der Anzug, den ich hatte. Nein. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wo der ist. Alter! Hey, Nico. Mallory tells me you are working with Elisabetta Torres now. Do you two know each other? Elisabetta seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like the people who supply them with drugs. You aren't getting involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. Maybe I do a few errands for Elisabetta. Nothing serious, though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. I really appreciate your concern, but I can look after myself. I'm a big boy, and I must make my own decisions. See you soon. Yeah, Nico. See you soon. Okay, gibt's hier noch einen Kleidungsladen? Ne, hier gibt's nur Persos. Okay, ich finde den Anzug nicht, den ich sonst habe. Okay, ich wollte nicht die Waffe ziehen, tut mir leid. Das ist doch furchtbar. Es war was mit roter Krawatte, was ich immer hatte bei ihm. Dann kann das nur das sein. Nehmen wir den. Haben wir auch Schuhe hier irgendwo? That's an original outfit, sir. Kind of works, I suppose. Ah, da ist Schuhe. So. Smoking tonight. Gibt's hier noch irgendwas? Ich will nur gucken nochmal, ob ich das vielleicht was übersehen habe, aber nein. Alter. Wagwan, my brethren. You've been chilling with Elisabetta Torres. She pays good, man. You know her? Yeah, man, me know her, Nico. Even Batman scared of that girl. Should I not be doing business with her? Nah, man. She's a real good businesswoman in a star. Just don't get on her wrong side. See? Later on, me call you. Okay, hallo, raten uns. Nein, mach mir nichts mit der. Das ist keine gute Idee. Gut. Ich bin mir doch sicher, dass ich den Anzug anhatte, immer. Wir haben erstmal Nico eingekleidet, jetzt sieht er zumindest schick aus und nicht mehr diese abgeranzten Klamotten. Das war's aber in dieser Folge GTA 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und was wir in der nächsten Folge machen, ob wir Money oder Playboy X machen, weiß ich noch nicht. Entscheide ich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.